So, meine Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, geht, okay. Ja, ich traue dem Ganzen nicht so. Ja, ich bin genervt und verärgert. Der Hai hat hier tatsächlich gerade original mal einen riesen Fluss umgedreht. Das Spiel ist so verbuggt einfach, Alter, ehrlich. Und jetzt erzähl mal, wie soll ich das wieder zurückdrehen? Er treibt sich ja vor allem auch noch hier rum. Das ist das große Problem dabei. Die Überraschung des Tages. Der Hai ist noch da. Und mein Floß ist umgekippt. Wie soll das gehen? Irgendeine Idee? Na komm. Brust. Was ist passiert jetzt? Immer noch so auf dem Kopf. Vor allem die ganzen Regale sind alle drin geblieben, ne? Immer noch im Kopf. Wie soll das denn funktionieren? Was soll denn das? Ja, das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Von so einem Fluss umzustoßen, Alter. Wie ist das möglich? Was ist das für ein gigantischer Hai? Megalodon oder was? Ich finde auch gar keinen Groove, wie ich den gerade wieder zurückkippen soll. Vielleicht, wenn ich meinen Floß. Das ist. Es mag zwar lustig sein oder aussehen, ne? Aber ich bin doch überhaupt total genervt, ey. Das ist. Unglaublich ätzend, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zumal da sind alle meine Speere drin im Fluss. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was hier alles passiert. Wie stellt er sich das denn vor? Wie soll ich denn mein Floß wieder umkippen? In die richtige Richtung, hä? Wie soll das gehen? Ah, komm. Und so auf jeden Fall nicht. Was mit auf dem Ozean passiert, ne? Kommt einfach dran vorbei. Ich verstehe das nicht, Alter. Was für ein Arschlochhai? Was für ein Arschlochhai macht denn so etwas? Weil der Hai hat Spaß, ne? Oh, komm, dreh dich doch zurück. Ich wüsste gerne mal, wie es fürs Ausspielen aussieht gerade. Na, komm. Es ist so kacke, Alter. Dieser Hai, der hat mir mein ganzes Leben versaut. Das Floß kriege ich niemals wieder rumgedreht. Komm. Vorhin glimpse ich denn da unter durch? Oh mein Gott. Warum hat der Hai das gemacht, fragt man sich. Ja, ich habe ihn tatsächlich angegriffen. Und mich konnte er nicht erreichen. Und ist er gegen Floß geschwommen. Und hat Spam gesagt. Und dachte, er kippt das ganze Ding am Morgen. Dreht das Ding komplett mal auf die Seite.
Man kriegt das auch nicht irgendwie so übers Land gedrückt oder so, ne? Das hatte ich ja auch schon geplant. Und vorher kriege ich meinen Anker auch nicht rein, ne? Andere Leute besiegen Megalodon auf der Dings. Auf dem Fluss. Kippt doch einfach wieder. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich, wo auch immer du bist. Arschloch, ey. Wenn ich das auch am Land ziehen könnte, ne? Das ist aber wegen den Segeln unmöglich. Kriegt man nicht mehr weg. Ich glinsch da so dran vorbei, das ist so ätzend. Huch, da macht man sich was Schönes mit unserem Haus da, weißt du? Und dann macht uns der Hai den Rest alles kaputt. Gerade auf meinen Fluss war ich so mega stolz. War schon wieder gedreht, das Ding. Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Ich wollte es einmal über Land mal rüberstupsen, ne? Aber irgendwie geht es auch nicht. So, das ist jetzt einmal. Passiert nichts, ne? Kann ich. Warte mal, Moment. Ich hätte sehen können. Nee, das machen wir nicht. Aber vielleicht wäre es super, wenn man vielleicht den Anker mal irgendwie. Ups, ich bin irgendwie reingeglinscht. Natürlich, jetzt sind wir reingeglinscht. Na, da kommen wir wieder raus, ne? Hm? Warte mal. Das ist das beste Wrack der Welt. Wo komme ich denn da? Raft Floor. Ah, warte mal, da stand was mit. Na. Ach, hey. Rudern und segeln soll ich können, ja? Oh, das ist ätzend. Leute, wenn wir das Ding gekippt kriegen, dann machen wir weiter. Also. So. Nochmal ganz schnell gecheckt. Ob es funktioniert? Es funktioniert immer wieder. Und ich traue den trotzdem nicht, ne? Es gibt auch keine Signal... Upsi. Es gibt auch keine Signalleuchte, ob es funktioniert oder nicht, ne? So, pass auf. Wir haben das Ding jetzt umgedreht wieder. Da schwimmt der Affenhai. So, dann soll er mal kommen jetzt. Ich bin bereit für dich. Das ohne Speerwerfer. Jetzt ist er weg, oder was? Hä? Jede Wette, ich springe ins Wasser. Der kommt sofort angejettet und frisst mich. Da ist er. Da, guck mal, der hat auch seine 3 Speere da drin, ne? Oder 2. Jetzt hat er 3. Aber das mache ich gar nicht, ne? Das mache ich gar nicht, ja. Na, wo bist du? Da kommt er. So tief. Komm höher. Wo ist er jetzt hin? Das Problem ist, der kann auch gut und gerne in den Sand reingelinschen, ne? Weil das hat er hinten. Man sieht's. Das findet er echt doof mit den Speeren hinten drin, aber.
kommt er. Noch ein Treffer. Diesmal muss er sterben. Hi, Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fisch. Na komm doch her. Du hässliche Missgeburt. Noch ein Treffer. Der ist aber nicht tot jetzt, ne? Sonst geht er ja hoch. Na komm. Man muss eigentlich immer nur darauf achten, ob irgendwelche Speere aus dem Wasser rausragen, denn das ist der Hai. Wäre aber blöd, wenn der jetzt weg wäre dadurch, ne? Das glaube ich aber nicht. Der lässt sich doch nicht davon vertreiben. Saftige Mahlzeit und so. Der ist weg. Und jetzt gibt's Regen. Und danach ist der Hai wieder rehabilitiert oder was? Nein, der hat immer noch die Speere im Rücken drin. Aber trotz all dem. Der ist weg? Sieht ein Wind auf? Der ist weg? Der ist wirklich weg. Oh, guck mal hier. Was ist das? Oh nein! Moment, warum geht er nicht kaputt hier? Das ist ja quasi echt ätzend, ey. Wieso geht er nicht kaputt? Wir haben nur einmal Pipi, was soll ich denn jetzt machen? 9 Pipi suchen, was? Fuck, ey. Aber der Hai hat sich verduftet, ne? Der kommt nicht mehr wieder. Der hat Angst, für immer und ewig. Mein Gott, lass dich doch töten, ganz einfach. Das muss nicht unbedingt ein Seestingsigel gewesen sein, der mich da jetzt gerade gepiekst hat. Sondern kann auch so ein Teufelsfisch oder sowas sein, ne? Und der Wasser wächst kein Pipi. Der Hai ist weg. Er hat Schiss gekriegt von uns. Das hilft trotzdem nichts. Wir wurden vergiftet. Und das ist natürlich sehr schlecht, wenn uns das passiert. Der Hai ist komplett weg. Pipi haben wir jetzt nur einmal hier. Und ich bin mir sicher, dass hier auf dieser Insel kein Pipi nachgewachsen ist. Ist der Hai weg oder gestorben? Aber andersrum, der Hai lässt sich doch nicht, ne? Dann müssten wir... aufschlitzen können und essen können. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Portemonnaie oder sowas haben wir gefunden, ne? Nee, das ist sowas. Na, okay, das ist doof. Das brauchen wir nicht. Ein Portemonnaie. Aber warum ließ sich hier gerade dieser dicke Fisch da jetzt nicht irgendwie mitnehmen? Da ist noch einer. Wo ist der denn hin? Was ist mit dem Spiel bloß los? Ah, diese... Ah, also der ist gar nicht tot. Jetzt ist er tot. Oh, my God.
Ja, sowas nervt mich aber wieder an, dass wir wieder komplett vergiftet sind, ne? Das ist total ätzend anstrengend einfach. Können wir mal auf der Insel nachgucken, ob es hier Pipi gibt irgendwo? Auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch Seil und noch eine Kürbisflasche. Das ist. Wo ist denn jetzt mein Messer hin? Ich muss ein neues Messer bauen. Kann ich das damit irgendwie? Nee, kann ich nicht. Mein Messer hin. Guck mal, hier sind Speere drin. Ich hatte doch irgendwie Steine gehabt mit Messer drin. Also nicht mit, zumindest mit den, mit dem Werkzeug. Da. Guck mal, können wir nochmal Leder herstellen irgendwann mal. Okay. Na komm. So. Hatten wir gerade eingeschmissen, ne? Genau. Was brauche ich nochmal, um Messer herzustellen? Das habe ich ganz kurzfristig vergessen. Wir brauchen dafür ein Seil und ein Stöckchen. Na, das ist aber echt ätzend. Das hätte so schön werden können, die Folge. Eigentlich wollte ich ja weiter plündern fahren. Aber alles hat sich über Bord geworfen. Du kannst dir nie irgendwie was planen in solchen Spielen und sagen, jo, ich mach das. Machst du nicht. Weil du dann immer was anderes vorhast. Jetzt zum Beispiel dürfen wir Pipi suchen. Auch toll, oder? Kann man ja mal machen. Wieder ein Krankenwagen hier unterwegs. Ja, gib alles, Junge, gib alles. Komm nicht zu spät. Gibt so viele potenzielle Stellen, wo hätte Pipi sein können. Aber immer denn, wenn man es irgendwie braucht, dann findet man das so oder so nicht. Vor allem Pipi ist nicht unbedingt gerade sehr häufig. Das ist Yuka. Wir brauchen noch mehr Seile gleich übrigens. Guck mal, es wird schon wieder nachts, ne? So ein Flaschending herzustellen, das nervt mich auch alles, ey. Warte mal, was haben wir da hinten? Das hat ja Pipi-Potenzial. Wäre auch ein zu großer Traum, wenn auf meiner Insel hier Pipi wäre, ne? Unentdecktes Pipi-Land. Na toll. Gut. Was ist das? Hätte sein können. Wow. Das heißt, wir dürfen uns echt gleich hinvon machen. Hinfort meine ich, nicht hinvon. Und Pipi suchen. Das ist. Was haben wir hier? Potatoes. Das nehme ich doch mit. Na komm. Hätte so eine schöne Folge werden können, ey. Mann, Mann, Mann. Noch so ein Ding. Irgendwo. Wäre mega klasse da hinten.
Kokosnuss haben wir genügend noch rumliegen. Können wir jetzt was essen und trinken gleich, dann können wir dann zusehen, dass wir abreisen. Ich schneide das irgendwie gleich zusammen. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Den Rest müssen wir.